verbessern Sie die Ertragsfähigkeit des Gewerbegebiets in Dingen, was mit den Dörfern, den Shoba Grounds und dem Lidofer Bindes. Interessanter blauer Himmel. Der ist gar nicht wirklich blau. Bei einer Strecke maximal 7 Haltestellen, weil ich bin halt ein Oakville, 2 Haltestellen, Siegwalden, 2 Haltestellen und 2 Haltestellen im Businessbezirk. So, wir starten ja hier, dann würde ich sagen Ostspeich. Ups, jetzt soll ich eine neue Strecke machen. Also Ostspeiche, Westspeiche. So, wie war das jetzt? Im Rundfahrtmodus. Siegwalden 2 Haltestellen und Oakville 2 Haltestellen. Ja. Siegwalden, das gehört noch zu Siegwalden. Dann irgendwie, keine Ahnung, wie dann gedreht wird. Was muss so? Den Streckennamen zurücksetzen. Okay, gut zu wissen, was geht. Und dann machen wir das Ganze in einem Rundfahrmodus. Was müssen wir noch machen? Nutzen zweifach, um Einkommen auf zwei Strecken zu generieren. Haben wir so nicht sogar noch genügend Geld? Check. Moment, Bus verkaufen? Nein, gar nicht. Wollen doch zum Shop. Ganz knapp. Bus kaufen. Der sieht auch so aus. Also wir fahren wir ja sowieso. Bearbeiten wir den noch? Sind ja nur 1000. Noch einen Angestellten bräuchten wir. Hatten die eine warme Taxifahrer, konnte aber nicht mit dem Straßen umgehen, ein kleines bisschen kurzsichtig. Ich bin in der Big Man. Sammelt Porzellan, Pumpenschmetterlinge, Schneekugeln, hört während der Fahrt Speed Metal, hat mal zu viel Kaugummi gekaut und findet das jetzt ganz, ganz eklig. Ach, nehmen wir die mal mit. Streckenplaner, dann packen wir die gute mal einfach hier auf diese Tour, dass wir dann auf diese Strecke, dass wir dann auch auf der was haben. Zuweisen. Der und der. Schließen. Dann hatten wir theoretisch gesehen das auch schon mal abgehakt. Auf deinem Fahrer und Bus mindestens in zwei verschiedenen Strecken zu. Haben wir ja jetzt schon mal gemacht. Da wollte ich eigentlich nicht hin, ich wollte zum Streckenplaner. Das wird sich hoffentlich gleich aktualisieren. Ach klar, wir haben noch kein Einkommen gemacht, filmen gerade auf. Ups. Dann die Strecke und dann die Strecke und dann das andere werden wir wahrscheinlich nebenbei dann abgeschlossen haben. Heißt, wir fahren jetzt die dritte Strecke Rundfahrt. Perfekt. Da war ja was. Ich hab ja wieder vergessen, wie die Einstellungen waren. Kommt davon, wenn man so wenig aktiv das macht. Ego.
Außenperspektive Y sie nach links Y. Ich werde nichts sagen, aber das kommt mir ein bisschen spanisch vor. Müssen mal gucken, wie das dann gleich ist. Starten wir mal einfach. Kann ja nur schief gehen. Oh, ups. Tür entriegeln. Ach, Entschuldigung. So. So fahre ich denn jetzt den Kackbus? Oh, leck mich. Kann man es abbrechen? Bus zurücksetzen und Fahrt abbrechen. Fahrt starten. Ja, ich müsste mal mit dem das machen. Das ist unser Bus. Fahrt starten. Eine Schlafstrecke, weil gewartet, die Strecke hat sich das Ding geändert. Na super. Ja, ich hab doch hier, Mensch. Oh, schöner Bus. Die Möwen. So, jetzt muss ich mir noch erinnern, wie das wieder war. Schon mal gut. Türen waren, glaube ich, 1 und 2. Fahren. Oh, ups. Wo waren wir jetzt nochmal? Schwung ich drauf. Ah, es war ein Healing, okay. Ich wollte jetzt eigentlich hier. Das glaube ich hier irgendwo. Moment, das ging auch so hin. Das wollte ich ausmachen. Und das an. Moment, was ist denn das? Passagierabteilbeleuchtung. 9. Ach, hier oben war das. Ah, okay. Denn. Wollen wir mal. Vielleicht noch nicht so schnell. Jetzt müssen wir nach links. Wie war das jetzt nochmal mit. Nach links und nach rechts gucken. Gab's da auch was für? Hoch. So, das andere war, glaube ich, Z. Ja. Wunderbar. Dann weiß ich immer schon wieder die wichtigsten. Das glaube ich. Mal. Super. Ah, keine Person auf der Dings der Straße. Puh, hui. Nein. Nein.
Wunderbar, da ist unser Kollege. Hallo. Hast du die letzte Folge? Nein, nicht Spoiler. Stimmt. Die Strecke hat sich geändert. Ja, das ist so korrekt. Und ich. Wenn wir schon mal dabei sind. Ja, hier ist die Fahrkarte. Wenn wir schon alle wieder fleißig einfach nur einsteigen, dann. Hier ist die Fahrkarte. Gucken wir mal nach. Perfekt. Und hervorragend. Und ab zur Westspeiche. Was? Fahren wir einfach die guten Türen. Oh. Ich habe es hier erstmal wieder vergessen, ne? Entschuldigung. Wie gut, dass keiner hinten einsteigt. Ah, ist nur eine Weile Strecke. Ein bisschen nach Siegfeld in Lido. Obwohl, ne, so weit ist es noch für nicht. Geht weiter. Ich hätte ja nicht gedacht, dass es stimmt. Aber Christina ist amputiert. Ich glaube, ich habe gerade ein UFO gesehen. Echt? Fuhr das auf der Straße? Ach, Schlagleute, da war ja was. Sie hat gestern einen Fisch gefangen. Was? Aber Katzen haben doch Angst vor Wasser. Na, sie ist kaum nass geworden. Sie lag oben auf dem Aquarium. Eine Fahrkarte. Ja. Tag Senior drucken. 2,60 €. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Wochenfahrkarte. Standard drucken. 2 €. Eine Tagesfahrkarte für Senior drucken. Ach du heilige Scheiße. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ja. Moment, dann muss ich jetzt noch 1 Minute 24 warten. Ja, ne? Oh, holy moly, bin ja richtig früh dran. Danke. Dann kann ich ja gleich nochmal ganz gechillt gucken, ob die Leute noch
alle, die das Ticket haben. Yeah, ich weiß, ich mach's trotzdem. Ich hab's schon gezeigt. Na klar, hier, bitte. Hier, bitte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte gezeigt. Ich meine, ich muss die Zeit warten, ich weiß es aber nicht mehr. Kann ich doch jetzt hier komplett falsch liegen, aber... Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich die Zeit warten muss und erst losfahren darf. Check. Perfekt. Habe ich zumindest nicht verlernt. Schlag doch. Was heißt verlernt? Nicht vergessen. Siegwalden pünktlich, wie es sein muss. Das ist nämlich guten Service. Ja, ne? Aber natürlich können sie das. Danke, dass ich es nicht zu übertreiben mit dem Großgeld. Diese Maus. Ja, das noch gleich. Gruyère, Gruyère, Gruyère. Ah, stimmt. Es war Gruyère. Okay. Gut, dass wir das geklärt haben. Wenn die mal laufen sehen, dann können wir fahren. Ah ne, muss ich gar nicht hin. Upsi. Nichts passiert. Ist auch schwer zu sehen hier. Kann auch noch Parkplatz sein. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Ja, so sind wir halt. Autsch. Kannst du eine Fahrkarte haben? Ja, natürlich. Wer es kein Schau gibt, brauche Student-Token. Danke. Bitte. Tag Senior-Token. Straße. Falls wir rauskommen. Ich fahre mal einfach mit. Schaffen
Ja, probieren kann man es ja. Ich frage mich, wie ich fahren muss. Holy moly. Chaotisch. Befürchte ich. Oh, das hat sie gemeint. Ich weiß nicht, was du meinst. Eins, zwei. Einzelstudent drucken. Danke. Bitte. Okay, jetzt muss ich irgendwie fahren. Ich hab keine Ahnung wie. Ich glaube, ich weiß wie. Einmal hier den ganz großen Bogen. Eieiei. Wenigstens auch nicht Zeit dafür. 4 Minuten, holla die Waldfee. Sie uns gleich schon lange warten am Dings da. Eine Haltestelle. Ein Aufwärtszentrum. Am alten Sägewerk. Vorbei. Was das Schlag noch mitgenommen? Nächster Halt, Zentrum. Dauer noch. Ganz ruhig. Dankeschön. Perfekt, die Kurven nehme ich heute. Uiuiui. Schön. Kann man sich auch mal mit der selbst beneißen. Ich mag halt nur dieses Nachgeblur irgendwie nicht, also schade, dass man das nicht komplett ausschalten kann. Aber es ist halt Unreal Engine 4 Phänomen, sag ich mal. Ist mir mal so aufgefallen. Hübs Geburtstag gestern Abend. Er lässt mich. Wunderbar. Ach, wie schön die auch immer den die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Schön, wie sie den öffentlichen Persona-Verkehr-Gedönse vorhanden müssen. Finde ich sehr schön. Das zeigt, dass die Leute das auch annehmen, auch wenn sie den gar nicht nutzen, den Dienst. Da also haben sie es gleich geschafft. Ja, ne? Solche und solche Menschen. Die einen mit einer statt die anderen ohne. Hm? Da war ein Schlagloch, das ich nicht gesehen habe, weil ich mich darauf konzentriert habe, langsam runterzubremsen. Das ist schon mal blöd.
beziehungsweise weil ich eher auf den Bauernhof da links geachtet habe, rechts geachtet habe. Na toll. Bin ich wahrscheinlich zu weit vorgefahren, jetzt stehe ich denen im Weg. Machen wir mal schnell die Kreuzung frei. Gar kein Problem. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Tag, Standard. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafen. Wir sind jetzt doch schon sehr viele. Wir haben zwar nicht so viel Zeit, aber es sind so viele eingestiegen. Ha! Gotcha. Ich bin meine Fahrkarte gezeigt. Hier ist die Fahrkarte. Hier bitte. Hier. Was? Ach so. Hier. Nee, ich komme nicht alle hinten ran. Ab nach Siegwalden. Und wieder warten. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe auf hier unten. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erst mal schauen, ob ich noch in meinem Bad anziehe. Ach, und wenn nicht, dann gibt es einfach FKK. Perfektes Timing. Perfekt. Geht's nicht. Kann ich bitte eine Fahrkarte? Aber natürlich. Danke. Bitte. Ab nach Siegwalden Lido. Oh, wow. Für Verkehr. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Ah, das erste Mal, was ich im Zug gesehen habe hier. In dem. Cool. Also, halt, abgesehen von Screenshots. Dann geht's auch schon zur Westspeiche. Schlagloch. What? 43? Warum? Okay.
können wir da gleich halten und die Tür noch nicht öffnen, sondern nachgucken, ob alle Leute noch bezahlt haben. Hier muss ich raus. Ja, ist ja gut. Wir sind ja lange nicht da. Nur noch 3 Minuten. In der Vorfahrtstraße, ja, ne? Ja. Oh, riech. Ich hätte diesen Burrito nicht pünktlich essen sollen. So, und bevor ich euch rauslasse, ey! Na klar. Okay. Meine Fahrkarte schon gesehen? Wie sich herausstellt, kann man Leuten, die schon im Gange stehen, nicht nach der Fahrkarte fragen. Hier ist die Fahrkarte. Hier ist ein Foto meiner Kinder. Das ist schon mal gut zu wissen. Bis dann. Bis dann. Eine Fahrkarte bitte. Aber natürlich. Danke. Bitte. So ein schöner Tag. Ja, nicht? Hey, lange nicht gesehen. Schade, dass wir noch warten müssen, was wir so aussprechen von. Oh, es war genial. Den ganzen Tag nur Sightseeing und Shoppen klingt gut. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub auch machen. Ja, ja. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Natürlich. Und was auch sonst? So, Ausspeicher. Die Band hat ausgesehen, als würde sie schlafen. Furchtbar. Okay, Vorfahrtstraße. Puh. Interessant, wie auch eine Quatsch, Vorfahrtgewehren. Interessant, wie die Vorfahrtstraße zur Vorfahrtgewehrenstraße wurde. Das immer noch ein bisschen eigenartig. Perfekte Parkposition. Tschüss. Tschüss. Will hier vorne jemand raus? Tschüss. Wiedersehen. Tschüss. Ja, wiedersehen. Oh, natürlich. Beenden wir das Ganze. Oh, neuer Bus. Okay. Oh, wenn wir warten können. Wir haben das jetzt eingebracht. Ja, da haben wir wieder hier. Wir haben auch geliefert. Puh. Das gab schon mal wieder ein bisschen Geld rein.
Gucken wir mal bei der Karte. Was ist die Karte? Alles nur noch das. Wir schalten danach Werbung frei. Das ist doch mal geil. Garage Shop der Lions City A37 kostet zu viel. Viel zu viel haben wir nicht.